Und ein herzliches Willkommen bei einem neuen, ja, wir spielen mal ein kleines neues Spiel. Dungeons of Hinterberg, spielt in Österreich. Hinterberg, da bin ich mal durchgefahren zu einer Convention und ja, da schauen wir jetzt mal rein. Ich habe schon mal kurz angespielt. Das Spiel hat einen weirden Stil, aber das Spiel wurde in Österreich, ja, das ist ein österreichisches Spiel. Da muss ich rein, Leute. Wir spielen auf normal. Ja, willst du wirklich ein neues Spiel? Ja, natürlich, ja, weil ich schon mal reingestartet habe. Das Game sieht halt sehr speziell aus. Als ich 5 war, fuhren meine Eltern mit mir in einen botanischen Garten, der ungefähr eine Stunde von Wien entfernt war. Oh, mein Controller funktioniert nicht. So, jetzt. Genau, in der Mitte gab es ein mit Zaun abgesperrten Höhle. 20 Jahre später erinnere ich mich immer noch lebhaft daran, weil dort eine Hexe wohnte. Mein Papa lachte nur und meinte, dass mir mein Fantasie einen Streich spielen würde. Meine Hexe wäre nichts als ein Schatten. Was er auch sagte, er konnte mich nicht überzeugen. Diese Höhle war besonders. Als Kind war es für mich immer etwas Besonderes, wenn wir neue Orte besuchen. Es fühlt sich an, als würde hinter jeder Ecke ein Geheimnis oder ein Abenteuer lauern. Ich vermisse das. Also zum ersten Mal auf Abenteuer oder waren es schon mal hier bei uns? Das Dialekt, oh. Das habe ich vorher nicht gelesen, ne? Das ist sogar Dialekt. Oh, das wird schlimm. In letzter Zeit fühlte sich mein Leben insgesamt nicht sehr abenteuerlich an. Lange Tage im Büro, einer wie der andere, kurzes Wochenende auf dem Sofa, an denen es ausschließlich darum ging, irgendwie Arbeitsstress abzubauen. Wenn das ihr erster Aufenthalt hier ist, müssen sie sich unbedingt den Spa anschauen. Hat gerade erst aufgemacht. Erschein, Digga. Das wird sich hier ändern. Es gibt keinen Ort auf der Welt, der so besonders ist wie Hinterberg. Oh, schön. Dungeons of Hinterberg. Ah, ich fühle mich daheim. Da fühle ich mich daheim. Sorry. 25 magische Dungeons mitten in den Alpen. In den Medien war erst von einem ausgeklügelten Schwindel die Rede und dann von einer Massenillusion. Ist da was dran? Wir werden es herausfinden. Aber es ist, wie es ist. Und es ist real, hier werde ich die nächsten paar Wochen verbringen. Hier muss ich einen kurzen Moment lang kein kleines Rätsel in einer Anwaltskanzlei sein. Ein kleines Rädchen in einer Anwaltskanzlei. Ich sollte mal
einchecken. Okay. Würde ich dir auch empfehlen. Ich sollte mal. Ja. Ja, ich habe hier schon mal getestet. Ich kann, glaube ich, rollen. Ja. Wisch. Zweimal. Schwert. Das Design hier ist halt ein bisschen speziell mit den Punkten überall und so. Aber ich finde es irgendwie schön und irgendwie echt seltsam. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kunstwerk, ne? Oben links hier Leben und was ist das? Ausdauer vielleicht? Checken wir ein. Oh, schön im Dirndl. Im Inneren der Pension riecht es nach altem Holz. Außerdem mache ich eine schwache Raumnote aus. Sofort fühle ich mich wieder wie damals als Kind im Skiurlaub. Willkommen in Hinterberg, Fräulein. Rüser Dorfer? Ah, freilich, Zimmer 102. Freilich. Ich habe hier keine Hand, die nun Umfang, Handyempfang. Glaub sie, es funktioniert in meinem Zimmer? Hey, in Österreich gibt es sehr guten Handyempfang. Also es gibt nur so wirklich in den Bergen so Probleme. Und das, da, schon, da müsst ihr schon wirklich weit weg sein. Ah, den Projekt haben sie nicht bekommen. Den Prospekt haben sie nicht bekommen. Hier in Hinterberg gibt es kein Handyempfang und leider auch kein Internet. Das ist ein Nebenfleck der Magie. Ah, gut, hier kann ich meine E-Mails von der Arbeit wohl nicht abrufen. Wir sind mit ihrer Zimmer noch nicht ganz fertig, Fräulein Dörfler. Ungefähr eine halbe Stunde wird es noch dauern. Eigentlich kann ich es kaum erwarten, rauszugehen und ein paar Monster zu erledigen. Können Sie mir einen bestimmten Ort empfehlen? Oh, natürlich, dann werde ich schnell den Klaus anrufen. Also ist typische österreichische Mentalität irgendwie. Er ist bei uns der Ausbilder. Er kann sie zum Anfänger-Dungeon bringen. Ah, super. Was? Ich hätte eigentlich an etwas fortschrittlicheren gedacht. Ja, Anfänger, dann geht schon. Das klingt großartig. Ich rufe schnell beim Tourismusbüro an. Das haben wir gleich. Ja, das haben wir gleich. Klaus wird beim Tourismusbüro auf Sie warten. Ich markiere Ihnen seinen Standort auf Ihrer Karte. Ja, das gleich um die Ecken, das werden wir schon hinkriegen. Da gehen wir da hinten runter. Und sagen wir da, da ist Klaus. Seht ihr ihn? Da drüben ist er. Okay. Am besten, Sie gehen gleich hier durch. Einfach nur den Weg auf der rechten Seite nach denen sind Sie in 0, nichts dort. Sehr nett von Klaus, dass er sich so kurzfristig Zeit nimmt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt, Fräulein. Neue Mission, Ankunft. Ja, ich bin hier, ne? Ah.
typische Straßen hier. Oh, zum Tourismusverband. Okay. Oh, hi. Wer bist du? Erster Tag hier? Ich beneide dich ein wenig. Ich wünsche, ich könnte all das hier nochmal von vorne an erleben. Du solltest zum Tourismusbüro gehen. Es gibt gleich dort unten. Ja, cool. Aber wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Hier. Schön. Lagerplatz. Okay, das. Jetzt. Das sieht halt auch aus. So. Ich habe im Prospekt über diesen Ort gelesen. Hier treffen sich. Hier treffen sich abends oft Abenteurer, um ihre Geschichten auszutauschen. Okay. Boah, ich hoffe, das wird jetzt nicht Standard, dass ich hier das automatisch weggeht. Okay, die Menschen sind hier alle sehr generisch. Und werden unsichtbar? Wenn sie durch mich durchgehen? Aber der sieht halt speziell aus. Warte, sag nicht, du bist auch hier, weil dich das Abenteurer ruft, oder? Ja, sicher. Der Anfänger-Dungeon schon gesehen, das Ding ist schick. Hey, dieser Ausbilder ist allerdings ein mega Miesebär. Hat mir von wegen kein Selfies mit Monstern einen riesen Vortrag gehalten. Okay. Ja, es gibt so Leute, die sich denken, ja, ich muss mal mit einem Bären ein Foto machen oder mit einem Hirsch. Oder wie es auch mal in der Zeitung war, wenn man so versucht, mit einer Kuh ein Foto machen und dann wird man verletzt. Ist ja auch. Egal. Tourismusbüro, dort, du willst hin, du solltest hin, ist gleich die Straße runter. Ja, gut. Da steht da schon. Der Klaus. Ja, servus. Tourismusinformation. Es gibt bei Ihnen auch. Fräulein Luisa, richtig? Wie geht's dir? Ich bin der Klaus. In Österreich würde man nicht ich sagen, da sagt man ich. Ich bin der Klaus. Ja? Klaus Hornbacher, der berühmte Alpinist. Er hat mal eine Fernsehsendung über unterschätzt Wanderwege. Okay. Fangen wir an. Let's go. Schön, dass wir uns kennenlernen. Können wir beginnen? Also gut, wir werden es heute ganz ruhig angehen, okay? Ich bin direkt hinter dir, aber du solltest immer aufmerksam bleiben und auf deine Umgebung achten. Ja, kein Problem. Wurscht, was im Prospekt steht, dieser Sport ist gefährlich. Verstanden? Jo, Digga, alles verstanden. Ja, klar und deutlich. Gut. Das wollte ich nur hören. Ja, schön. Unsere erste Dungeon liegt an der Kaiser Sissis Promenade. Dort werden ein paar Monster sein, bevor wir zum Portal kommen. Okay. Bist du bereit? Jo. Gehen wir. Noch nicht, ja doch. Ich bin schon bereit. Jetzt kämpfen, Alter. Ankunft. Okay. Ich kann laufen. So. Hör zu, diese Kobolde greifen dich an, wenn du ihnen zu nahe kommst. Ach was. Ich warte hier und pass
auf dich auf. Willst du was wissen? Sind die gefährlich? Sind sie intelligent? Gehen wir es an. Ja, die Intelligenz sind sicher nicht. Ich bin bereit. Super, schauen wir mal, wie du dich mit einem Schwert anstellst. Jo. X, leichter Angriff, Y, schwerer Angriff. Okay. Angriff! Kriegst aufs Maul! Das sind noch diese Gegner. Gut gemacht, weil freut mich, dass du auf dich aufpassen kannst. Ja, cool. Machen wir weiter. Ja, let's go. Digga, er hat einen Bogen. Ich will auch einen Bogen. Was sind das für Dinger? Siehst du diese Glipperblobs? Die können dich heilen. Oh. Schlag sie mit dem Schwert. Den Effekt fühlst du sofort. Okay. Aber ich habe kein Leben verloren, ne? Ah, das sind jetzt mehrere. Kleiner Tipp, die meisten Anfänger prüfen nur auf diese Wesen ein, bis sie explodieren. Probier mal, ihnen im Kampf auszuweichen. Das kannst du in Zukunft noch gebrauchen, wenn du nicht im Krankenhaus landen willst. Ja, kein Ding. Habe ich vorher schon probiert. So. Okay. Sehr gut, Luisa. Viel neue Abenteuer vergessen gerne, wie wichtig diese Grundlagen sind. Sobald sie hier erstes Magiefähigkeiten gelernt haben. Ah, wir können noch Fähigkeiten lernen? Aber deine psychischen Angriffe und das Ausweichen werden immer wichtig sein. Das immer wieder. Okay, los geht's, mein Freund. Jetzt, oh, Kisten? Da gibt's Loot. Schau her. Eine Schatztruhe. Fein. Da, schau. Ja? Das trifft sich ja gut. Komisch, das ist hier steht. Finde ich auch. Worauf wartest du? Noch los, mach sie auf. Okay. Kriege ich andere Waffen? Ah, HPS. Nicht schlecht, 500 Hinterbonds. Hinterbonds zählt man hier nicht mit Euro? Natürlich nicht für Tränke, Ausrüstung und so weiter. Bürgermeister Banger hat hier eigene Währung eingeführt, damit keine Abenteurer hier einen unfairen Vorteil haben. Oh, keine Sorge, die Restaurants hier nehmen trotzdem Kreditkarten an. Machen wir weiter. Der Dungeon ist gleich um die Ecke. Okay, Dungeon. Da, das violette Ding da, ne? Da ist der Ding. Erste Dungeon. Ich bin gleich hinter dir. Du hast dein Dungeon-Stempelbuch, oder? Am Ausgang bekommst du deinen Stempel. Ich kann's gar nicht oft genug sagen, hol dir deine Stempel, wenn du den Ausgang erreichst. Davor aktiviert sich das Portal zum Verlassen des Dungeons nicht. Noch Fragen? Nö, eigentlich nicht. Wir haben alles verstanden, oder? Das ist jetzt am Anfang ein bisschen mehr, viel Information. Aber das ist egal, oder?
werde reingehen. Ich werde reingehen. Okay. Ich gehe rein. Also gut, sobald du drin bist, komme ich nach. Gut. Renner. Ja, Heilung brauche ich eigentlich gar nichts. Aus diesem Portal dringt eine so absolut dämonische Hitze. Bin ich dafür wirklich bereit? Den Dungeon betreten dabei. Was vergeht Zeit? Hier bleiben. Aber in der Dungeon? Man vergeht Zeit? Ist das wichtig? Tag 1. Wir haben auch oben rechts Tage. Auch? Oh, so eine Brücke haben wir auch hier. Gibt's bei uns auch. Na? Das ist wirklich außergewöhnlich. Ja, wenn ich dann dran denke, wie ich gestern an meinem Schreibtisch saß und unbedingt Wunders sein wollte. Woanders sein wollte, jemand anderes sein wollte. Das ist mir wohl perfekt gelungen. Ich bin nicht mehr wiederzuerkennen. Ja, wir haben es erstmal. Wo bleibt Klaus? Er sollte doch schon hier sein. Vielleicht sollte ich mich alleine umschauen. Ja, let's go. Hier vielleicht eine Kiste irgendwo versteckt. Gleich am Anfang. Okay, hier kann ich hoch. Ja, da kann ich hochklettern wahrscheinlich. Ja. Luisa, hier bin ich. Oh. Servus, die Waden. Alles klar, der Dungeon sieht anders aus und das Portal hat mich auch woanders hingebracht. Also als üblich. Pass auf dich auf, ich versuche weiter vorne zu dir zu stoßen. Okay, Digga, kein Problem. Ist schon irgendwie schön. Was ist das für ein Ding? Ja, das sind Gegner. Wir sollten aufpassen. Das ist eine Truhe. 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 Ist das was? Monsterzähne. Okay, irgendeine Metall hier. Okay, kommt her, ihr Goblins. Auf Gegner zielen. Okay. Hat er mich getroffen? Ja, hat mich getroffen. Ich habe einen Fernkampfattacken. Schändlich. Ist hier noch was? Nö. Hier ist sicher eine Kiste. Gar nichts? Wie traurig. Oh, Heilung. Sonst noch was? Sieht hier schon sehr speziell aus, oder? Kann ich da rüber? Ja? Hier drüben, ich habe noch immer keinen Weg runter zu dir gefunden. Da vorne musst du ein paar Mal springen, aber das packst du schon? Ja, sicher. Ja? Einfach Anlauf nehmen. Geht schon. Okay. Oh, schön. Oh. Hast du das gespürt, wie die Erde bebte? Ja? Das fühlt sich komisch an. Wir dürfen nicht trödeln. Pass auf dich auf, okay? Ja. Ja, Digga. Okay. Oh, das ist ein anderer. Ich
Oh, der explodiert. Okay. Der hat ja aber, glaube ich, eine Dynamitstange im Rücken. Ich hätte da aufpassen sollen. Ja, ja, das ist wirklich klar, dass das funktioniert. Kiste. Gut. Müll. Cool. Ja, Müll. Ein bisschen Geld. Okay. Hier ist weiß, hier geht's hoch und eine Kiste. Okay, verstehe. Da drüben ist so ein Ding. So ein Tentakel-Dings da. Was sind das für Statuen? Läuft soweit gut, ne? Da hinten. Mir fehlt aber auch so ein bisschen... bisschen Actionmusik, ne? Oh, jetzt bin ich fast runter. Ah, schöne Blumen. Die kann ich nicht kaputt machen, ne? Schade. Alles kaputt schlagen. Hm, ist wieder so eine Statue. Hier ist was. Hm, hey, hier drüben. Ich komme von hier nicht zu dir. Du musst alleine weiter. Beeil dich. Diese Erdbeben gefällt mir gar nicht. Ach was. Wird der Zwerg jetzt echt? Das ist ein Dynamitzweig, ne? Oh, das Bosskampf. Das ist eine Arena. Das sieht halt stark nach mir aus. Oh. Niedriger Krampus? Ey, also... finde ich gut. Okay, ich verstehe schon. Okay. Niedriger Krampus. Okay. Herr Krampus. Ich bin zu gut. Ja, Krampus. Okay. Krampus ist besiegt. Luisa. Zeit, beeil dich. Endlich. Ja. Reiß dich zusammen. Hier stürzt alles ein. Los, los. Ja. Lauf. Luisa, auf! Uiuiui. Ah. Ja, ja, Digga. Jump it. Hier rüber. Luisa. Ups. Okay, geil. Letzter Sprung. Stempelstation. Seht ihr das? Da steht einfach so eine Stempelstation dazu. Krampus. Eine Stempelbuch. Ohne Stempel kannst du nicht aus dem Dungeon. Gib mir sofort dein Stempelbuch. Ja, Stempel abgeschlossen. Anfänger-Dungeon. Okay.
Willst du das Spiel manuell speichern? Ja? Spiel wird gespeichert? Okay. Meine Güte, Fräulein, Sie haben uns einen schönen Schrecken eingejagt. Wo bin ich? Was ist passiert? Ich weiß nicht, dass der Dungeon eingestürzt ist. Klaus hat dich nach dem Erdbeben hergebracht. Und die Ärzte auch. Sie haben sich untersucht und meint, sie wären sicher sich erholen. Ich lass sie mal in Ruhe, Fräulein. Melden Sie sich bei der Rezeption, wenn Sie etwas brauchen. Ach, wie süß. Tag 1. Abend. Okay. Wie können hier Nachrichten sein? Die Lokalnachrichten. Ein kleines Erdbeben hat heute Nachmittag das Dorf hinter Berg erschüttert. Nachrichtensprecher: Hinterberg ist als Zentrum der Magie bekannt. Seit vor etwa mehr als 3 Jahren seine 25 Dungeons aufgetaucht sind. Bürgermeister Karin Wagner hat heute Abend Stellung genommen. Bürgermeister Wagner meinte, Experten haben die Lage untersucht und alles in diesem was ist in bester Ordnung? Bürgermeister Wagner, ja, der Boden hat ein bisschen gewackelt. In Hinterberg geschieht jeden Tag ungewöhnliche Dinge. Bürgermeister Wagner, wir schränken den Zugang zu einigen unserer Dungeons ein, während wir die Lage untersuchen. Aber es scheint, als wäre nichts und niemand zu Schaden gekommen. Und wir? Heute Nacht kriege ich garantiert kein Auge zu. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich, wie der Boden unter mir zerbricht und ich um mein Leben laufe. Ich brauche das zu trinken. Ich brauche was zu trinken. Ich brauche ein Zugticket. Ich muss in einen Anwaltskanzlei, aber und ein normales Mensch sein. Ach was, komm. Wir ziehen hier durch. Ja. Die Abendluft ist unglaublich frisch. Der Wind trägt den schiefen Gesang betrunkener Abenteurer zu mir. Erst jetzt sehe sie ihr Leben aufs Spiel und dann gehen sie feiern. Ich könnte das nicht. Harter erster Tag. Ja, das kann man so sagen. Deinen Blick kenne ich von zig Anfängern. Er bedeutet immer dasselbe. Das war ein Fehler. Ich hatte mich auf
dieses Erlebnis gefreut. Ich hatte mich so sehr auf meinen Urlaub hier gefreut. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, wie kann das hier überhaupt legal sein? Es bringt die Kohle rein, ganz einfach. ja. Was dagegen, wenn ich mich setze? Nö, komm. Du warst also beim Erddungeon im... Beim Erdbeben im Dungeon, wow, das nenne ich ein schlechter erster Tag. Ich bin um mein Leben gerannt. Wow, wo warst du? Ich will nichts darüber reden. Ich bin um mein Leben gerannt. Der ganze Dungeon ist eingestürzt. So viel Angst hatte ich noch nie. Ja, ich war auf dem Doberkugel. Hat ganz schön gewackelt. Doberkugel? Du hättest dich also nicht für unverwundbar. Du hältst dich nicht für unverwundbar und du siehst nicht aus wie jemand, der das alles machen würde, um einen Haufen Klicks zu sammeln. Was genau hast du gedacht, was du hier vorfinden wirst? Ich war voll in meinem Trott. Ich glaube, mir ist einfach zu viel geworden. Dazu will ich lieber nichts sagen. Ich habe einfach eine Veränderung gebraucht. Hättest du schon mal das Gefühl, dass du in diesem Leben immer die vernünftige Entscheidung getroffen hast und das alles irgendwie zu nichts geführt hat? Nee, kann ich nicht behaupten. Ich habe einfach ständig von diesem Ort geträumt und mir gedacht, da passiert etwas Großes. Sollen sie daraus doch einen Vergnügungspark machen? Mir egal, aber echte Magie, das ist ein Riesending. Wenn irgendwo was Großes passiert, will ich da sein. Pass auf, morgen wirst du deinen ersten Zauber lernen. Tu wenigstens das, bevor du wieder abhaust. Die Magie hat etwas Ursprüngliches an sich. Sie verleiht dir Fokus ein bisschen so wie eine Meditation, nichts für ungut, aber du siehst aus, als könntest du das gebrauchen. Gib dem Ganzen noch einen Tag oder zwei, glaub mir, dir entgeht sonst etwas. Tag 2, morgen. Guten Morgen, Leute. Letzte Nacht habe ich tief geschlafen, so tief wie schon lange nicht mehr. Normalerweise träume ich nur von mir selbst, von mir an der Uni, von mir im Büro, davon, wie mir meine Mitbewohnerin Carol von ihrem Tag erzählt. Letzte Nacht habe ich gar nichts geträumt. Ich war einfach nicht da. Ich fühle mich so erholt. Cool, ne? Ich hatte das hier gebraucht. Ich hatte dafür bezahlt. Etwas in mir hat gedacht, dass ich das brauche. Ich werde zur Abwechslung auf diesen Teil von mir hören und rausfinden, was passiert. Schau an, wer hier
Koffer noch nicht gepackt hat. Ich hatte beschlossen, erst einmal nicht in die Kanzlei zurückzukehren und stattdessen noch ein bisschen hier zu bleiben. Freut mich, das zu hören. Schön. Oben auf dem Doppelkugel ist ein Dungeon, der perfekt für die ersten Zaubersprüche ist. Ich zeichne ihn auf deiner Karte ein. Nimm die Seilbahn rauf auf den Berg, dann musst du nur ein kurzes Stück wandern. Ein paar Monster, ein paar Rätsel, das kriegst du doch locker hin. Erzähl mir dann, wie es war, okay? Neue Mission, Anfänger. Doberkugel. Okay. Willst du hier hingehen, Doberkugel? Ja. Natürlich. Mittag? Ah, schön. Was ist das denn? Da leuchtet irgendwas. Okay. Leute, das war's aber auch für die erste Folge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Lasst ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht hier die Glocke, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Und unten seht ihr auch Livestream-Termine, falls ihr noch andere Spiele von mir sehen wollt. Habt euch lieb. Ciao, ciao.